Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Fabian, auch bekannt als Pokémon-Fan. Und ich spiele mein Lieblingsspiel aus der Kindheit, Banjo-Kazooie. Oh, da habe ich etliche Stunden drin verbracht. Und da gibt es auch ein Geheimnis in diesem Spiel, was ich nie lüften konnte, dass dieses Stop and Swap. Und dem kommen wir mit dieser Version, der modernen Variante, kommen wir auf den Grund. Mehr dazu dann zu gegebener Zeit. Das wird ein Let's Play. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, es gibt ein Puzzleteil, was ich noch nie geschafft habe. Ich spiele auf der Xbox, deswegen in Breitbild und 60 Frames. Falls ihr keine Xbox habt, gibt es da. Also das Spiel ist auf Xbox im Game Pass enthalten. Und auch auf der Nintendo Switch Online, dort in der Original Nintendo 64 Fassung. Da sind das dann so, ja, 20 bis 30 Frames nur. Und ja, da läuft jetzt gerade die Intro-Sequenz. Banjo spielt auf dem Banjo, Kazooie trötet auf dem Kazooie. Und wir sind schon auf dem Startbildschirm. So. Das ist das Menü mit schönen Xbox-Control-Tasten. Aber ansonsten ist das allermeiste noch so wie damals. Nur halt die Auflösung ist ein bisschen höher. Ja, dann würde ich sagen, starten wir das mal. Die Intro-Sequenz geht los. Es ist eine finstere Nacht. Im Hexenturm. Die Hexe Grundhilda ist... ja, sie brütet etwas aus. Sie braut etwas zusammen. Dingpot, mein Kessel, sage geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Grundhilda. Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Oder hat sie ihn? Doch, da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Tuti ist so süß und klein. Sie ist die hübscheste von allen. Was? Du mieser alter Kessel? Ich mache aus dir einen Sessel. Tuti ist nicht nur hübsch. Sie ist ein wahrer Engel. Oh. Das kann Grundhilda nicht auf sich sitzen lassen. Dem Biest werde ich es zeigen. Und da ist Tuti. Rennt unbeschwert durch die Felder. In Mambus Mountain. Einem Level, was auch in Super Smash Bros. Auf der Switch vorhanden ist übrigens. Da ist Bottles der Maulwurf. Hallo Tuti. Was hast du heute so vor? Oh, sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. Ja. Aber der Bruder schläft noch, Banjo. Ratzt vor sich hin, Kazooie im Rucksack. Wach endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Oh nein. Aus Tuti mache ich Mäusefutter, sobald sie älter als meine Mutter aussieht. Was? Ist das dein Bruder? Wo denn? Hm? Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben am Himmel. Er zeigt irgendwie den... Also, naja. Hm. Das glaube ich nicht. Hm. Oh oh, du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus. Oh oh. Autsch, du alte Vogelscheuche. Ah, da hilft kein Gekratze. Ich mache aus dir eine Fratze. Die N64-Version ist übrigens unzensiert. Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt. Hilfe!
Banjo, wach endlich auf! Aufwachen! Tja, was? Was ist denn los? Da draußen gibt es Ärger. Und die Hexe lacht und lacht und lacht. So, da sind wir in Mambus Mountain. Und werden erstmal begrüßt vom Maulwurf Bottles. Tja, was ist passiert? Was mag das sein? Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Banjo und das ist meine Freundin Kazooie. Komische Freundin, kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester Tuti? Die miese Hexe Grundhilda stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhig dich, Kleiner. Wir befreien Tuti. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Wir machen mal A, um das Training durchzuführen. Ja, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Was ist zu tun? Erforsche dieses Gebiet und halte Ausschau nach Maulwurfshügeln. Stelle dich neben sie und drücke X, um mich zu rufen. Bis bald. Tja, dann tun wir das doch. Da ist so ein Maulwurfshügel zum Beispiel. B. Hallo? B. Ach, X. Muss man X drücken? Habe ich es falsch gelesen? Hallo, Bottles. Hallo nochmal. Fangen wir mit der Kamerasteuerung an, die wir mit dem rechten Stick kontrollieren. Okay. Das nervt. Sind wir hier fertig? Versuch mal das hier, Schnabel. Drücke den rechten oder linken Bumper, um die Kamera hinter Banjo zu bewegen. Okay. War das schon alles, Mützenfreund? Nein, halt den rechten oder linken Bumper, damit die Kamera hinter deinem gefiederten Hintern bleibt. Versuch es, wir sehen uns am nächsten Mal, Hügel. Okay, ist glaube ich als Einführung in Ordnung, aber jetzt auch nicht so notwendig. Wieso kann der denn da nicht hochklettern? Hallo? Konnte er das mal oder wird er das nicht? Wird er das? Das lernen wir erst noch, ne? Ah, wir haben noch gar keine Moves drauf. Okay. Müssen wir alles noch lernen. Okay. Im Springen seid ihr keine Weltmeister. Das habe ich gerade gemerkt. Ja, was wissen blinde Maulwürfe über das Springen? Nichts, oder? Mehr als du, Flöte. Zum Springen drückt ihr A. Haltet ihr A gedrückt, springt Banjo noch höher. Ja. Sehr schön. Na, Fidafi, zeig mal, was du kannst. Warum? Ich sehe dabei sicher total bescheuert aus. Springt und drückt A in der Luft, um einen Doppelsprung zu machen. Ja, das ist der berühmte gefiederte Doppelflug. Wir wissen jetzt alles. Es kann losgehen. Nicht bevor ihr diesen Move kennt. Stellt euch so hin wie ich. Was? Eine lächerliche Brille aufsetzen und blöde aus einem Erdloch herausgrinsen? Ich höre nicht zu. Haltet den rechten oder linken Schalter gedrückt und drücke A, um den mächtigen Flap-Flip-Sprung auszulösen. Also wir gehen in die Hocke und drücken A. Das kennen wir auch aus Mario-Spielen. Und ist auch hier vorhanden. Das Spiel ist auch so ein bisschen ein Mario-Klon. Nur halt mit dem Unterschied, dass dieser Doppelsprung sozusagen hier, dieser verlängerte, nicht vorhanden ist. Ach so, so kommen wir hier hoch. Ja. Oh, und was ist das? Gestatten, Honigwabe, sammelt 6 von uns. Leeren Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. Okay. Gut. Dann können wir, glaube ich, schon hier oben hin und noch diese weitere Honigwabe einsammeln. Da sind nämlich einige versteckt.
Und wenn wir alle Parcours richtig hinter uns bringen, ja, dann haben wir auch schon die erste Energieleistenerweiterung voll. Es lohnt sich also, hier das Tutorial zu machen. Schwimmen haben wir jetzt auch noch nicht gelernt. Okay, müssen wir jetzt als nächstes machen. Okay, wo ist der nächste Maulwurfhügel? Hier ist einer. Hey Benju, ich hoffe, du bist schwindelfrei. Jetzt können wir klettern. Tja, ich auf alle Fälle los. Erzähl endlich vom Fliegenwurzelfresser. Noch nicht. Benjo, spring auf einen Baum und verwende dann den linken Stick, um hoch oder herunter zu klettern. Gut. Oh, das ist es. Da ist, seht ihr das? Da ist eine weitere Honigwabe. Und ich merke gerade, ich muss die Kamera ein bisschen umdrehen. Wenn das geht. Da wird die Kamera, also die, ja, die Tastenbewegung erklärt, aber wir wollen die. Kann man das gar nicht? What? Ich hätte gerne oben und unten umgedreht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist natürlich ärgerlich. So. Da ist die nächste Honigwabe. Und hier ist noch ein Maulwurfshügel. Das ist das Schwimmen. Lust auf eine kleine Unterwassertour? Lass mal, ich gehe lieber nach Hause. Benjo, du Weichei, ich will schwimmen. Spuck's aus, Maulwurf-Onkel. Verwende den linken Stick, um an der Oberfläche zu schwimmen. Drücke X, um zu tauchen und unter Wasser zu schwimmen. Na los. Tja, wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn wir... Nee. Irgendwie ist X und B sehr ähnlich. Also die Tastenbelegung, was eigentlich B sein sollte, ist jetzt hier auf der Xbox X. Na gut. So, dann fehlen noch zwei. Da ist nichts im Wasser. Das haben wir auch schon geschafft. Genau, da sind noch zwei Stück. So. Zum Ausführen der Pickparade brauchen wir die Hilfe des wackeligen Hühnerbeins. Immerhin habe ich Beine, mein kurzer Freund. Halte den rechten oder linken Schalter gedrückt, drücke X für einen kraftvollen Schnabelangriff. Okay. Das ist einfach so ein Piekser, so ein Stecher. Ja. Gut. Nee, ist schon ganz gut, das Tutorial mal zu machen. Nächstes Mal bist du dran, kurzer. Und da ist die vorletzte Honigwabe. Und da oben ist der letzte Maulwurfshügel. Jetzt kämpfen wir gegen Gegner. Benjo, es ist an der Zeit, den Bärenpunch zu lernen. Bist du bereit? Das klingt interessant. Drücke einfach X, wenn du stillstehst. Oder dich, Dingsi, bewegst. Aber cool, woran kann ich das ausprobieren? Wie wäre es mit dem frechen Vogel? Komm nur her, du kleine Blindschleiche. War ja nur ein Witz. Ich suche eine echte Herausforderung für dich, okay? Oh, da kommt Topper. Zeig es ihm, Benjo. Ich wusste gar nicht, dass die Gegner auch Namen haben. Wow, netter Versuch. Auf ein neues. Hey, was mit mir? Ja, Kazooie kriegt jetzt auch noch. Ah, er kriegt noch die Bärenrolle eigentlich und den Luftpicker. Jetzt zeige ich dir die gefürchtete Bärenrolle. Hallo, ich will lernen, wie man fliegt. Sofort. Rolle dich, indem du X drückst. Ich versuche, Ball zu finden, damit du mit ihm üben kannst. Eine Zwiebel. Sehr schön. Volltreffer. Einer geht noch. Hallo, mir ist schlecht. Yes, das ist die Bärenrolle. Jetzt zeige ich dem Quietscheentchen einen Trick. Hoffentlich ist das ein guter Trick, Blindflugs.
Teste den Rat-a-tat-Rap, indem du springst und in der Luft X drückst. Wo ist Collie-Wobble? Cauliflower auf Englisch wäre das doch, ne? Nicht schlecht, Entchen. Das fängt an, Spaß zu machen. Ja, jetzt haben wir unser Moveset vollständig. Und wir kriegen auch die letzte Honigwabe. Okay, es ist soweit. Auf dem Spiral Mountain erzähle ich euch, wie es weitergeht. Und ihr seht... Ah, hinter mir. Aha. So, wir sind vollständig. Und haben alles hier erledigt. Jetzt gibt es auch Gegner in der Welt. Wir gehen einfach hier rum. So, können wir einmal umrollen. Die lassen auch immer Energie fallen, falls wir also mal getroffen werden. Genau, da geht's nach oben. Und damit ist das Tutorial abgehakt. Und das Abenteuer kann richtig losgehen. Oh. Gute Arbeit, Freunde. Jetzt zeigt der Hexe, wo der Hammer hängt. Na klar, wo geht das lang? Maulwürfchen. Die Brücke habe ich repariert. Der Weg zu Grotildas Reich ist frei. Danke, Bottles. Wir sehen uns im Reich des Bösen. Viel Glück. Und da geht auch... Ja, jetzt beginnt das Abenteuer. Was hat Grundhilda hier vor? Diese Maschine ist der Hit. Sie macht Tutti alt und ich werde fit. Lass mich in Frieden, du miese Hexe. Oder mein Bruder wird dir in den Hintern treten. Ja, wie kannst du das wagen? Das wird in die Flucht geschlagen. Los nun, Klungo, drücke den Schalter. Ich will vergessen mein Alter. So sei es, Herrin. Alle Systeme sind aktiviert. Gleich geht's los. Benjo, Hilfe! Oh nein! Was für ein Cliffhanger. Hurra, endlich ist es soweit. Bär und Vogel haue ich aus dem Kleid. Tja. So. Das ist Grundhilda. In Mario-Manier würden wir jetzt hier irgendwie reinspringen, aber das geht natürlich nicht. Die Kamera ist halt ein bisschen blöd, weil das oben und unten vertauscht. Da ist ein Durchgang. Da oben dreht sich was und hier geht's nach oben. Also normalerweise würde man doch jetzt sagen, wir laufen jetzt hier hoch. Oh. Aber das klappt gar nicht. Also, dann gehen wir doch mal hier lang. Und was ist das? Da ist eine Tür. Die Musik ändert sich. Das ist die erste Welt, Mambo's Mountain. Um die Tür zu öffnen, müsst ihr... das Puzzlebild dieser Welt finden. So weit weg kann das nicht sein. Tja, tja, da kommen wir nicht rein. Okay. Was ist hier? Da ist ein Puzzlebild. Da brauchen wir aber ein Puzzle für. Wir haben 0 Puzzleteile und können es nicht vervollständigen. Um die angezeigte Welt zu betreten, müsst ihr die Lücken des Bildes mit Puzzleteilen füllen. Noch haben wir keines gefunden. Mir war so, als hätte ich ein Puzzleteil in der Nähe des Eingangs gesehen. Kommt wieder. Das Puzzleteil befindet sich also am Anfang, haben wir ja gesehen. Dort oben ist der Eingang. Der Schlüssel zum Eingang. Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Suche ein Bild, in das ich hineinpasse. So. Damit ist der Weg frei.
Das erste Puzzleteil ist schon eingesackt. Göttlich. Drücke A, um die Lücke des Bildes zu füllen. Oder B, wenn du keine Puzzleteile einsetzen willst. Yes. Geschafft. Das Bild ist vollständig. Und die Tür zu Mammoth Mountain ist geöffnet. Das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Das ist richtig. Wir haben noch nichts geschafft. Aber der Weg zur ersten Welt ist offen. Ja, wir spielen im nächsten Teil weiter und vervollständigen die erste Welt. Ja, freut mich. Mich würde es freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid und einschaltet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.